Hallo Leute und willkommen zum zweiten Part. Wir sind hier immer noch im Krieg und ich breche die Belagerung mal kurz ab. Die haben mir nämlich ein paar zu viele Truppen. Und ich versuche, oje, oje, oje. Ich habe schon Kredite aufgenommen, gar nicht gut. Ich würde halt ganz gern den Kampf nicht gegen alle führen, weil die haben dann doch zu viele Truppen inzwischen. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt angreifen und dann hoffen, dass wir da noch den Kampf gewinnen. Aber wir haben eindeutig die stärkeren Truppen. Dann hier noch den Belagerungsbonus. Also wir können hier noch einen Ausfall aus der Festung machen. Wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. Oh, Gott sei Dank. Da sind die Feinde in uns reingerannt. Oh, das hatten wir gerade so Glück. Ihr glaubt nicht, wie viel Glück wir da gerade eben hatten. Okay, da greifen wir gerade Baden ein bisschen ungünstig an. Wir haben eine 8 gewürfelt, deswegen bleiben... Ah ne, wir haben eine 3 gewürfelt. Der Feind hat eine 8 gewürfelt. Okay, wir treiben die auf jeden Fall gut auseinander. Müssen jetzt nur hoffen, dass wir demnächst mal so einen weißen Frieden würden sie annehmen im Zweifelsfall. Aber wir haben jetzt eh schon alles all in quasi. Jetzt schauen, ob wir die erwischen. Ah, ja, wir erwischen sie noch. Weiß gar nicht, ob das in EU4 aussieht, dass wenn du weniger Moral hast, dass die Truppen dann langsamer sind, aber auf jeden Fall besiegen wir die jetzt so schnell, dass es einen Stack-Wipe gibt. Und wenn wir jetzt die hier belagern, wir haben leider keinen Belagerungsgeneral, der wäre jetzt in dem Moment wirklich besser. Aber wir halten uns jetzt das Hintertürchen offen, dass wir Baden einfach durchbelagern und hoffen, dass die uns nicht nochmal angreifen. Ich hatte gerade so unverschämtes Glück. Das ist unglaublich. Bin für dich. Ah, verdammt. Was für ein Glück hattest du denn? Ich habe eine Schlacht quasi gewonnen und eine Millisekunde später ist die Verstärkung gekommen. Oh, cool. Ich habe nur leider einen echt guten General, aber Leider nur General. Ein General, der hat halt keinen Belagerungsbonus. Und kein Belagerungsbonus ist am Anfang halt echt ärgerlich. Weil ich dann ein paar Mal würfeln muss. Ist was passiert? Niemand außer Ulm kontrolliert Ulm. Oh Gott sei Dank, jetzt habe ich eine 13 gewürft. Also, für alle, die nicht wissen, wie dieses System funktioniert. Ich würfel hier und ich muss auf folgendes Ergebnis kommen. Zum Beispiel auf Nachschubmangel. Da tickt das hier eins hoch. Wie komme ich auf Nachschubmangel? Wenn ich einen Wert von 5 bis 11 habe. Wie komme ich auf 5 bis 11? Wir nehmen den Wert meines Anführers, aber ich habe keinen. Der Artillerie, ich habe keine Artillerie. Ich habe auch keine Blockade, aber der Feind hat eine Festung. Das bedeutet eine Stufe runter. Also ich bin bei minus 1. Plus die 13 komme ich auf 12. Es gibt 12. Lebensmittelknappheit, genau. Und Lebensmittelknappheit gibt einfach den Wert von 2. Und jetzt wird einfach 2, beziehungsweise 4 plus 11 gewürfelt. Minus 1 bedeutet, ich komme auf 13. Und es gibt wieder Wasserknappheit. Und da können wir wieder nachschauen, Wasserknappheit gibt. Plus 3 Belagerungsstatus. Und so funktioniert es. Und so werden Belagerungen immer höher. Hier seht ihr den Wert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ich den Feind durchbelage. Wenn mein General einen Wert für 2 hat bei Belagerungen zum Beispiel, dann steht hier einfach eine 2. Und dann könnt ihr euch natürlich ausrechnen, dass es sehr, sehr viel schneller geht. Ja, ein bisschen. Vor allem, weil du am Anfang, solange du bei 0 bist und da rumhaverst, das dauert halt immer ewig. Und wenn du dann einmal durchkommst, dann ist gut. So, ist schon eine 7. Perfekt. Wir haben jetzt eine 7%ige Chance, dass beim nächsten Wurf Durlach fällt. Und ich bin dann wahrscheinlich hoch verschuldet, aber das ist nicht so schlimm. Weil ich kann mir aus dem Krieg wahrscheinlich relativ viel Geld holen. Hoffe ich zumindest. Müssen jetzt noch hoffen, dass die mich nicht in Baden angreifen. Dann, dass sie schön in Stuttgart sitzen bleiben oder so. Ich meine, wenn das jetzt nicht erobert, dann stürme ich diese blöde Festung. Ich habe leider keine Artillerie dabei, weil die gibt es halt noch nicht. Oh, ich hatte so Glück. Krass, wie viel Glück ich da hatte. 7% Wahrscheinlichkeit, ich habe es geschafft. Na, warten wir noch kurz, bis die draußen sind. Dann gehen wir rein. Weißt du, was ich gern hätte? Was? Mein Leben. Kompetente, alliierte KI-Verbündete.
Na gut, ich kämpfe komplett alleine. Das hatte ich auch noch nie. Also normalerweise helfen die KI schon. Okay, ich habe eine 5 und eine 4, der Feind hat eine 0. Jetzt habe ich eine 9 und eine 4, der Feind hat eine 3. Also das müsste ich locker gewinnen. Ich habe leider zu wenig Kavallerie dabei. Zum Nachhinein hätte ich auf jeden Fall... Hi. Hallo, im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall mehr Kavallerie mitnehmen müssen. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt bei den ganzen Schlachten. Im Nachhinein ist man immer schlauer. So, ich habe einen Drohnenfolger. 1, 5, 6... Gibt in Summe Wert von 12. Durchschnittswert ist 9. Geil. Wie war das mit RG? Nee. RNG. RNGesus, genau. Also Random Number Generator. Der, Random Number Gott. Genau, also der Wert, der einfach das Stück Code, das die ganzen Sachen hier würfelt. An den Gott muss man beten. Und dann passiert sowas, dass man in 1... 5-6er Nachfolger hat. Wobei, also mir wäre es natürlich lieber, wenn es 5-1-6 wäre. Also so prima Daumen kann man immer sagen. Militär ist so das Wichtigste meistens. Admin, ja gut, wobei ich will ja meinen, ich will ja ziemlich stark auf Produktivität gehen. Das mache ich ja über Diplomacht. Das heißt, ein 5er Diplomatieherrscher ist gar nicht so schlecht. Kann mich nicht beschweren. Bedeutet auch, ich lasse meinen General, also meinen König als General drin, weil dann stirbt er früher. Und ja. Wie einfach die Hälfte aller Spieler im Krieg ist. Ja. Ah, stimmt, ich könnte mich hier mal mehr einblenden lassen. Mitspieler Provinzen. Brauche ich nicht, aber Mitspieler kann ich mir auf jeden Fall einblenden lassen. Ja, doch, sind ein paar. Im Krieg. Ich wäre mit meinem Krieg schon fertig, aber KI möchte noch nicht so richtig aufgeben. User joined your channel. Der Lieblingsadmin ist wieder da. Hallo Alex, okay. Siehst du, wie ich Baden zerstöre? Nein, ich war gerade noch für jemanden bei Nepal unterwegs, aber ja, okay. Ich kann... Warst du bei Nepal? Bist du nicht Admin für Europa? Ich bin Admin für Europa, ich bin ein Allrounder. Okay. Nicht dein Job, glaube ich. Ich bin einfach ein heiß begehrter Junggeselle, ne? Junggeselle. Wie viel Geld kann ich eigentlich von denen holen? Gar keins. Aber ja, jetzt sehe ich, wie du in Baden einmarschierst, es ist wunderschön. Ja. Ich hoffe nur, dass ich von denen später richtig viel Geld holen kann. Oh, kann ich gar nicht. Gut, das Ganze bringt mir gar nichts. Das ist ja toll. Das ist wirklich. Ja, ich komme cool. Halt hoch verschuldet aus dem Krieg raus, vermutlich. Das reiche Genua macht auch im Krieg sehr gut Geld. Jetzt mal schauen, wie ich würfel, weil sonst. Ich muss diesen behinderten Freiheitskrieg noch scheiße, ich hab dumm gewürfelt. Okay, dann machen wir die KI platt. Jetzt ja, habe ich nur demnächst keine Rechte. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es läuft wieder ganz gut. Ja, ganz gut. Es läuft wieder so, dass ich mir keine Sorgen machen muss, in 2 Minuten zu sterben. 3 Minuten sind aber noch immer drin. Ey, das sind halt immer noch 18.000 Mal vom Bösi. Hallo, ich richtig schlecht geworfen. Admin, können wir ganz kurz sprechen, Alec? Ja, ich werde gebraucht. Wohin? YouTube 3 vielleicht. Okay. User left your channel. Ah, sehr gut. Ich habe mein Prestige-Ziel erreicht. Jetzt versuchen wir mal kurz die Feinde zu stackwipen und dann wird es, denke ich mal, auch besser. Ja, wahrscheinlich wird es schwierig, weil bis dorthin 1-2 Monate vorbei sind. Also ein Stackwipe erreicht man, wenn man die feindliche Armee, ich glaube, irgendwie in 3, 6 Tagen, irgendwie ein paar Tagen vernichtet. Weiß es gerade einer zufälligerweise, waren es 9 Tage? Irgendeine Dreierzahl war es auf jeden Fall. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn eine Schlacht beginnt, siehst du halt immer auf der oberen linken Ecke. Genau, bis zum 11. August. Fahne. Genau, wenn ich sie vor dem 11. August vernichte, sind sie gestackwiped. Okay, ich habe eine Provinz erobert. Und jetzt ist 7., 8., 9., 10. Oh ja, das war knapp. Nee, tatsächlich hat nicht funktioniert. Na, bei mir ist es meistens so, wenn ich eine Horde spiele, ja, einfach Kavallerie, das war's. Kavallerie tötet gefühlt alles. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die beiden nicht platt kriege, aber dann kann ich mir halt auch nicht beide Provinzen von Baden holen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt hoffen, dass wir vor dem 9. Monat reinkommen. Nein, wir kommen leider am 1. September rein. Das bedeutet, die kriegen noch einen Moral- und Manpower-Boost. Ah, nee, perfekt. Wir waren kurz früher. Okay. Warum sterben die nicht? Jetzt. Wenn es Stackwipes wird, einfach nichts. Ah, hier, Rotenburg. Die wollen raus. Rotenburg und ich will doch nur meine Freiheit. Ach, ist egal. Ich hau jetzt die hier raus.
einem weißen Frieden, auch wenn ich es nicht so gut finde. Mach die Feinde hier drüben noch platt, hol mir von denen noch Geld und dann hole ich mir Baden. Ich kann halt nicht so viel Krieg führen, deswegen führe ich jetzt lieber einen längeren Krieg. Ah, lol. Okay, ich komme gar nicht zu denen rüber. Kommen wir hier durch. Rangsrechte, die können wir uns kurz holen. Oh, nice, 2 Sterne, Admiral. Was? Im Moment, wenn dein Land eigentlich in Ruinen sein sollte, aber du trotzdem Geld machst. Ich brauche halt die Provinzen, weil ich habe mir so viel Zeug von den Ständen genommen, dass ich unbedingt Land brauche. Heiko, du wärst stolz auf mich. Ich bin in diesen Krieg 2-mal in Schulden gegangen und habe mich selbst wieder rausfinanziert. Ja, ich bin total in Schulden, aber das ist nicht so schlimm, weil ich hole mir jetzt 2 Provinzen, dann mache ich erstmal für ein paar Jahre nichts und dann. Ich würde dir anbieten, dich für Kandidäre zu bezahlen, aber die sind dir verboten. Ja, also ich bin davon ausgenommen. Ach, bist du. Ja. Als ob Kontinentiere verboten sind. Gut, vielleicht, naja, die 15.000 Burgunder stehen halt direkt neben deinem Land, by the way. Aber prinzipiell steht das Angebot. Ich könnte es mir leisten. Ja, aber ich brauche keinen. Ich brauche lieber einen Belagerungsgeneral. Das ist das, was ich brauche. Den kann ich nicht. Einen Belagerungsgeneral. Ach komm. Ach egal, ich lass die jetzt noch kurz durchbelagern. Hoffe, dass ich jetzt am Anfang gut würfe. Ja, ich hatte mit der 6 angefangen, so kann es weitergehen. Oh, 1-5-6 Nachfolger, ist gar nicht so schlecht. Wir wären 5-1-6er zwar lieber, aber. Oh. So ist der Krieg natürlich auch ruhiger, aber. Also ich habe den Krieg jetzt ungefähr 10-mal geübt. Ich muss sagen, er lief jedes Mal besser als jetzt. Weil normalerweise hatte ich Verbündete, ja, und ich konnte immer. Ich auch jede meiner Holland-Runden besser. Aber es ist okay, ich gewinne ihn und das ist das Einzige, was zählt. Normalerweise konnte ich mir nämlich, ich habe den Krieg relativ schnell gewonnen und konnte mir immer von den 2 Verbündeten, die Baden hat, jeweils relativ schnell so 50 Dukate oder so holen. Da waren alle meine Schulden wieder beglichen. Ich hatte 2 Provinzen und die Welt war gut. Ich hatte noch Manpower übrig. Ja, das ist jetzt halt nicht der Fall. Ich könnte mal kurz meine Armeen zusammenziehen. Ja, ich werde jetzt eh gleich keine neuen Truppen rekrutieren. Aber es war wirklich gut, dass ich mir. Also, dass ich den General hatte, den Berater mit 10% und dann mir noch den 5% Bonus so geholt habe, weil manche Schlachten waren schon knapp. Und ich habe bei Baden einfach eine 7% Chance gehabt, das zu erobern. Das hat funktioniert. Und ich bin optimistisch wegen meinem General, wegen meinem Nachfolger. Okay, wir haben 99% Kriegsstand. Mal sehen, ob sie es jetzt annehmen. Wir müssen es ja nicht durchbelagern. Vielleicht ohne den Handelseinfluss. Nein. Also der Handelseinfluss ist ja nicht ja, so wichtig, aber ich meine, sie nehmen es andere auch nicht an. Gibt es das Vorteil, dass wir Schwaben so geizig sind, weil du hoch verschuldet aus dem Krieg kannst du dir deswegen und wir deswegen sparen müssen? Ja, also ich wollte nicht hoch verschuldet aus dem Krieg raus. Ich werde auch relativ schnell die Schulden zurückzahlen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, der Krieg, weil meine Entwicklung wird damit halt fast verdoppelt. Und Heiko hat ja keinen Handel, auf den er gehen kann. Richtig. Ich kann nur produzieren. Ich kann das produzieren, was andere dann verkaufen für mich. Ah, sehr gut. Meine Plünderung durch fremde Stadt gibt gerade 0,75. Ja, dann können wir uns den Krieg nur eine Weile leisten, wenn es so ist. Dann mache ich hier mal die Kriegssteuer raus, weil ich brauche diese 2 Militärpunkte. So, Österreich liebt mich, das ist gut. Dann, genau, das Prestige habe ich ja erreicht. Ich habe mein Ziel erreicht. Das ist doch jetzt ein Witz, Alter. Und dann würde ich eigentlich später beinahe gern Land beschlagnahmen, aber da spawnen halt ein paar Rebellen und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt doch, also. Hallo. Ah, hallo. Der Papst hat sich mal hierher begrüßt. Haben wir SP3 schon mal probiert überhaupt? Ja, ja, sofort bei 5, 6, 7 Leuten geleckt. Oh je, yeah. Okay. User left your channel. Weil ich mich immer ein bisschen frage, wieso man sich für eine Multiplayer-Runde anmeldet und dann angibt, dass man 4 halten kann und dann 3 nicht schafft, aber gut.
Gibt ja auch Leute, die brauchen 20 Minuten, um zu joinen. Ja, Gaius ist noch hier. Ist hier. Sehr gut. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich orthodoxe Fanatiker niedergeschlagen habe. Ausgezeichnet. Ja, wir haben es schon gesehen, dass sie erfolgreich waren, verehrtes Genua. Wir würden gerne bald unseren Krieg gegen Neapel starten und würden auf ihre Unterstützung zählen. Ich sag mal so, da sind leider auch ein paar Rebellen, die demnächst spawnen werden, die ich auch erstmal niederschlagen werden müsste. Und die sind auf der Krim, also. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Was schätzen denn Ihre Berater, wie viele wütende Bürger werden sich erheben? Einmal 8.000 und einmal noch 7.000. Allerdings nicht zeitgleich. Ja, gibt es Schätzungen, bis wann das passieren wird? So ungefähr in 4 Jahren, also eigentlich könnte ich dir doch helfen. Eigentlich hätten sie sogar noch Zeit, ja. Wir warten jetzt gerade nur noch darauf, dass wir einen weiteren rechtmäßigen Anspruch natürlich haben, den wir in alten Schriften finden, die 500 Jahre alt sind. Der heilige Petrus hat uns natürlich auch Gebiete damals zu Neapel beigesprochen. Es wurde nur, ist nur leider verloren gegangen, diese Schriften, und die wurden jetzt wiederentdeckt. Ja, wenn wir hier sowieso schon mal unter katholischen Brüdern sind, ich hoffe mal zum Großteil, keine Ketzer anwesend, alles gut. Sehr gut. Dann auch mal der Hinweis, dass wir natürlich immer gerne bereit sind für Spenden zum Ruhme Gottes, wenn zum Beispiel die Katholiken erwarten, dass bestimmte goldene Bullen erlassen werden, dann sind wir natürlich sehr offen darüber, wenn genügend Spenden zusammenkommen, dass wir auch prächtige Bauwerke zu Ehren Gottes errichten können, zum Beispiel vor allem natürlich lieber Kirchen Papst. Und ähnliches. Lieber Papst, darf ich mal mit Ihnen reden? Ja. Vielleicht YouTube 2? Wenn Sie mich, können Sie mich mitnehmen? Das wäre sehr angenehm. Das hat er wohl nicht mehr gehört. User was moved out of your channel. So. Kann ich doch auch mal ein bisschen was moven. Ich finde es ja interessant, wie er es macht. Ich glaube, ich könnte es nicht durchhalten auf Dauer. Vor allem aus Württemberg. Weil ich werde jetzt gleich da sitzen und nichts tun. Aber gut. Hat mich auf jeden Fall später mal zu ihm setzen. Aber Wischfuchs, wie läuft es bei dir? Scheiße. Und okay. jetzt bin ich im Arsch, weil Österreich ist gerade rausgepiest worden. Und damit ist der Krieg für mich verloren, yay. Super Runde, Heiko. Warum kann ich mich jetzt hin? Uiuiui. Gibt es hier irgendwie auch so eine Liste momentane Kriege oder so? Ja, hier momentane Kriege. Geben. Genau. Gott, sind ja auch gar nicht viele oder so. Ja, holländischer Unabhängigkeitskrieg, okay. Ah, ich sehe schon. Wer hat denn die meisten Armeeverluste bis jetzt? Wahrscheinlich England. Ich. Nee, England hat schon fast 40.000 Mann verloren. Ja, und die KI macht mal wieder komplett... Okay, das war's mit meinem Land, danke. So. Ah, cool, man kann jetzt alle coren. Die Funktion habe ich noch gar nicht gesehen. Zu wenig Rivalen. Mal wieder Kronland. Wenn ich Land beschlagnahme, aber ich weiß nicht, ob ich dann zu viele Rebellen bekomme, wenn den Rebellen kaputt geht. Das wäre jetzt echt tragisch. Deswegen machen wir das vielleicht irgendwann mal anders. Drehen wir erstmal den Militärunterhalt wieder runter, um wieder Geld einzunehmen. Wie viel Darlehen habe ich denn? 3 und ich kann auch alle 3 zahlen. Wunderbar. Aber was war's? Ich verliere sogar. Ach komm, wir zahlen. Ich bin Schwabe. Normalerweise lasse ich das weiterlaufen, aber ich bin Schwabe. Ich zahle jetzt alle Darlehen zurück. Bin wieder schuldenfrei. Habe sogar 20 Dukate über. Gut, ich habe ein bisschen Inflation. Dadurch, dass ich halt das ziemlich viel Geld gefordert habe. Okay. Oh, Scheiße. Ich kann rausgehen dann. Alina kann mir Geld geben. Ich weiß ja nicht, wie es bei Alina ausschaut. Übrigens, Leute, wir wollten noch die 1000 Nachrichten schaffen. Bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Also ihr könnt mal eure Kommentare, also in die Kommentare schreiben, was jetzt mit Baden getan werden soll. Außer Baden, das jetzt natürlich in Westwürttemberg umbenannt wird. Ups. Ja, okay, nee, das war die Runde dann für mich. Auch noch Durlach. Gut, das ist natürlich ärgerlich, aber wir finden garantiert auch eine andere Nation für dich in der Region.
Darfst ja in der Region andere Länder spielen, wenn du am Anfang stirbst. Weil du bist nicht der Einzige, der jetzt stirbt. Wahrscheinlich sterben viele im ersten Krieg. Geh nur ist in deinem ersten Krieg nicht gestorben. Sehr gut. Nenn es nicht baden. Okay. Das kann, bis bessere Ideen kommen, nehmen wir mal nicht baden. Was? Der Osmane hat Anspruch erhoben auf eine meiner Provinzen. Eine der Osmane traut sich beim Land zufrieden. Baden passt, weil die größte Stadt in der Region heißt Baden-Baden. Was sollte ich das? Ja, die größte Region in Baden, also die größte Stadt ist Baden-Baden. Ja. Das stimmt. Also nennt er es Baden-Baden-Baden. Genau, wenn die Baden in Baden-Baden, wie war das? Egal. Händler habe ich ja mal komplett vergessen. Ich meine, bei meinem unfassbaren Handelsvolumen, das ich habe, ist auch so wichtig, dass ich meine Händler einsetze. Aber ja, ein bisschen Geld bringt es auf jeden Fall. Das war vielleicht dämlich, dass ich die vergessen habe. Ich wollte mir das Handelssystem nochmal genauer angucken. Ich habe es mir dann auch angeguckt, mir erklären lassen, habe dreiviertel vergessen. Wollte es mir dann vor dem Video nochmal anschauen. Aber ganz im Ernst, als württembergisch Handel so irrelevant. Ich bekomme durch Handel 0,49. Okay, das ist jetzt nicht nix, das ist mehr als durch Produktion, aber die Welt ist auf jeden Fall nicht. Mission, aber ich kann auf jeden Fall gleich mal, weil ich mein Land jetzt im Griff habe, mir die anderen Länder anschauen. Ich hatte zwar primär Yannick's Job, so ein bisschen durchzugehen, mit den Leuten zu reden. Ich werde das natürlich auch machen. Meine Kriegsmüdigkeit hält sich in Grenzen. Ich habe noch ein paar, bisschen Unruhe wegen Kriegsmüdigkeit und Überdehnung. Das wird aber später auch besser werden. Missionen haben wir jetzt erstmal keine. Ich brauche 5 Städte, damit ich dominiert die Schwaben abschließen kann. Wir müssen demnächst mal nochmal einen Krieg führen. Das machen wir, sobald wir Militärtech 4 haben und wieder genügend Manpower. Und ansonsten haben wir aktuell nur schwäbische Regionen. Das ist gut. Eine Grundsteuer in Stuttgart oder 8. Du kannst, nimm mal die 500 Rekrutenreserve. Ich meine, das sind 5 Monate warten. Dafür kann man ja locker hier in Stuttgart ein bisschen verbessern. So, wie Sie vielleicht in Kürze bemerken werden, wird eine kleine päpstliche Truppe mal sich das ganze Heilige Römische Reich anschauen. Wir machen mal überall ein bisschen Steppvisite und ja, laufen einfach mal von Süd nach Norden durch, um mal zu schauen, ob hier auch wirklich alle so fromm und gläubig sind. Also ich werde immer sehr skeptisch, wenn jemand sagt, wir schicken einmal die Truppen durchs Ganze. Ah, ich sehe, meine Diplomaten haben mir berichtet, sie sind mit Mecklenburg im Krieg. Oh, das war knapp. Was ich natürlich sehr gut finde. Super natürlich 3000 Rebellen. Die könnten wir jetzt einfach besiegen, weil wir so freundliche Katholiken sind. Ich sag mal so, Mecklenburg hält sich bis jetzt ziemlich gut dafür, dass er eigentlich schon von Lübeck fast fertig war. Ich bin eigentlich relativ stolz auf die KI. Aber wir können es nicht erlauben, hier, dass eine fromme katholische Republik im Norden hier fertig gemacht wird. Da müssen wir natürlich. Aber ein frommes Land darf dafür fertig gemacht werden. Ich soll Baden fast Frankreich nennen. Das wäre böse. Warum? Was ist so? Ja, also die schlimmste Beleidigung, die ein Schwaben einem Baden noch vorwerfen kann, ist Ostfranzose. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da wirklich Morddrohungen bekomme. Ich habe mir letztes Mal einen Unterfranken Oberfranken bezeichnet. Der hat mich erstmal richtig doof angeguckt und gesagt, Alter. Ja, neulich hat auch einer gemeint, Alter. Schwäbisch und Badisch hört sich doch gleich an. Und dann so jeder, der aus Baden-Württemberg kommt, so, was? Nein. Das ist eine absolute Lüge und ich bring dich um, wenn du auch nur einen dieser Drohungen wahr machst. Kirchenstadt, Meinung über Württemberg verändert sich zu minus 100 oder ich krieg 9 adelige Regiment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. User joined your channel. Gegen. Sehr geehrter Papst, ich habe Spannungen zwischen meinem Adel und meinem Klerus und ich würde mich sehr gerne zugunsten des Klerus entscheiden, jedoch bekomme ich dann unter Umständen sehr viel. Ah ne, wobei, hat sich erledigt. Eine Sekunde. Ja, wir warten. Ja, eine Sekunde, ich muss mir das nochmal genau durchlesen. Genau, also ich habe halt auf gut Deutsch die Wahl, dass du mich hast und ich bekomme 9 Rebellen. Oder? Und entweder du hasch mich oder ich bekomme Rebellen. Aus spielertechnischer Sicht wäre es natürlich viel sinnvoller, wenn du mich hasch, aber ich möchte das natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wie viele Rebellen würden sie denn bekommen? 9 Stück. 9, das ist aber einiges. Mhm. Wie viel Armee haben sie? 6. Okay. Wir können ihnen dann gerne helfen, wenn wir natürlich da auch langfristig
die heiligen Spenden bekommen. Natürlich, natürlich. Nur sind wir gerade noch ein wenig beschäftigt, eine andere katholische Nation vor der Auslöschung zu retten. Das Kriegsziel. Wir kommen danach sofort wieder. Okay, okay. Dann versuche ich so lange zu überleben. Genau, wir kommen dann gleich nach Süden. Perfekt. So, Lübe. Channel switched. So. Ich habe meinen Papst gefragt, ob er mir meine Rebellen tötet. Und? Er meinte ja, aber ich muss kurz warten. Okay. Okay, damit bin ich raus jetzt. Weißt, sieht man eigentlich irgendwo, wann ein Event automatisch triggern würde? Wahrscheinlich nicht. Fuchs, du könntest in 4 Minuten Hotshine machen, wenn du eine andere Nation hast. Ja. Welche ist die Frage, ne? Friesland oder irgendwas Kleineres da oben. Und auf Flandern. Ja, mit denen habe ich alle keine Chance. Ciao, also, Tilo. Lohnt sich nicht da. Flandern ist von Ideen her schlecht. Beziehungsweise nicht schlecht, aber... Im Anhalt. User joined your channel. Der coole Admin ist in der Hut. Bist cool. Hallo, Alec. Ja. Hallo, Heiko. Hallo, Vüdi. So, meine Rebellen haben mir schwäbische Autonomie in Schwaben gegeben. Aber gut, ich hoffe jetzt, dass der Papst mir gleich hilft, sonst habe ich ein Problem. Da ist immer noch ein Krieg. Ich kann mal nachschauen, wie deren Krieg läuft. Oh Gott. Was ist denn das für ein Krieg? Rheinzentrum. Auch gute Idee. Fast Württemberg. Wenn es Anti-Preußen oder Anti-Frankreich. Könnte es Anti-Französischen Schutz fallen? Das weiß nicht. Das wäre wahrscheinlich beim Elsass besser. Ja. Du müsstest dir Ideen von Nationen anschauen können, oder? Als Admin. Ja. Kannst du mir mal sagen, was Brabant so viele Ideen hat? Also, darf beziehungsweise, es geht ja gerade um einen Hotshine, also. Warte mal, tust du jetzt erst Brabant reinschauen? Jetzt, was soll ich sonst reinschauen? Da oben ist es nicht. Wobei, Friesland könnte ich machen. Aber ich weiß, kann Friesland Holland gründen? Kannst du das mal kurz schauen? Ich glaube, ja. Also, Brabant kann Holland gründen. Ja, der Krieg oben sieht gut aus. Friesland kann keine Holland also die nationalen Entscheidungen ist. Oh, der Papst ist bereit, nach Süden zurückzukehren. Perfekt, weil die Adligen marschieren gerade auf West-Württemberg zu. Ja, aber natürlich wurde jetzt dummerweise. Würdest deine Truppen geblackflaggt? Krieg. Zu früh, ich kann dir Militärzugang geben und dann kannst du. Das glaube ich nicht, oder? Dann doch, auf meinem Gebiet hilft es nichts. Nee, das macht die nicht an Black Flag. Ja, ich muss in mein Gebiet zurück. Das ist jetzt ungünstig gewesen von Lübeck. Ja, Lübeck schuldet mir sehr viel jetzt in Zukunft. Wir haben auch Männer da oben verloren. Okay. Ja, wir müssen einmal schon ins Kirchenstaat zurück. Jetzt von Lübeck, okay, aber wenn du im Kirchenstaat bist, dann kommst du ja nicht wieder, oder? Also ich meine, du brauchst ja dann bei 100 Ländern Militärzugang. Ach ja, stimmt, du bist ja nicht im Krieg, ne? Mhm. Ja, das ist tatsächlich ungünstig jetzt. Weißt du, ja, kaum gut, kaum war der Papst ohne Mecklenburg, wurde der kümmerliche Rest des Landes von katholischen Fanatikern besetzt. Das ist kein Zufall. Wann ist dann Hotshine? In ungefähr 2 Minuten. Also schick schon mal die Anfrage. Darf man eigentlich Militärzugänge so viel wie man will machen? Ja, oder? Ja. Es wurde angewispert. So, schaffen wir das überhaupt hier mit jedem einen Militärzugang hinzubekommen? Ja, irgendwie schon. Wir brauchen ja gar nicht so viele. Okay, wir machen einmal mit Venedig. Ja, okay, stimmt, da kannst du rüber. Dann nach Österreich. Dann mit Österreich, da sind wir eh verbündet. Zack. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch... Ja, doch, leider 2 Provinzen noch, ne? 2 Nationen. Also, was wir jetzt nicht alles auf uns nehmen hier, um Katholiken zu helfen... Wir hoffen, dass das mit Zehnt und Zehntes Zehnt... Man muss dazu sagen, dass ich das alles gemacht habe, um dem Adel nicht zu schaden. Dem Klerus. Dem Klerus, ja. Genau. Ja, aber wir hoffen natürlich auch, natürlich. Als Kirchenstaat direkt dafür entlohnt zu werden. In der Zukunft, wenn es ihnen mal besser geht. Der Osmane hat Byzanz den Krieg erklärt. Oh, das ist ungünstig. Dann sollten wir vielleicht einmal
Genau, wir müssen kurz einen Hotjoin noch. Ja. Da müssen wir noch den Kreuzzug. Wir haben zu viele Aufgaben gerade. Wir wollten eigentlich einen Kreuzzug gegen den Osmanen machen und Byzanz unterstützen, gegen die Ungläubigen. Jetzt mussten wir Mecklenburg helfen. Eigentlich planen wir uns einen eigenen Krieg gegen die gegen Neapel. Wir sind ein wenig überfordert mit den Anfragen der katholischen und christlichen Nationen. Ich werde mal das alles ganz kurz mal Part beenden. So, also ihr seht, es ist spannend, aber ich mache jetzt mal kurz Partende. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.